Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. In der Zwischenzeit ist mein Game Boy Advance mir runtergefallen und seitdem hat sich die Grafik nochmal verbessert. Also inzwischen ist es nativ irgendwie auf einem 16:9 Format. Das heißt, nichts ist mehr abgeschnitten. Ich habe versucht, meine Pokémon zu trainieren. Das war ein bisschen zu ätzend. Ich habe irgendwo mittendrin aufgegeben. Nidoking Level 21, Pikachu Level 26, Tauboga Level 22 und ansonsten hat sich nichts getan. Die Gegner-Pokémon sind dann doch ein bisschen schlecht. Na gut, mach mal weiter. Ich habe für ein nutzloses Nugget $5000 bekommen. Das ist doch nicht nutzlos. Hier, Gold glänzt zumindest schön. Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Das wusste ich doch schon. Und ein Wissenschaftler. Oh, Lukas, ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, soll ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Also Lukas, ich frage dich, hast du mindestens 20 verschiedene Pokémon in deinem Besitz? Na bestimmt. Super, du hast 24 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Ein Ewigstein. Okay. Durch die Entwicklung der Pokémon wird der Pokédex erweitert, aber manchmal soll sich ein Pokémon nicht entwickeln. In diesem Fall kannst du ihm den Ewigstein geben. Der Professor hat gesagt, dass er die Entwicklung aufhält. Das wusste man schon, ich weiß gar nicht, wem ich den geben möchte. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Oh, oh, oh. Und wir sind direkt auf dem Weg dorthin. Na, hoffentlich geht das gut. Da unten ist ja eine, die schon auf uns abgesehen hat. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Tja, dann bist du halt nicht so gut. Ich würde mal mehr trainieren. Die hat ein Pikachu. Und ich habe immer noch ein sehr, sehr starkes Glurak auf der Hand. Wer wird da gewinnen? Ich glaube ich. Ah, wir müssen noch ein Pokémon Blitz beibringen. So ein Jammer, dass das eine VM ist. Naja, da muss das Pikachu trotzdem herhalten. Ein Pipi. Weg damit. Braucht man nicht. Flammenwurf. Boah. So sieht's doch aus. So kann's weitergehen. Wäre die Frage, heil ich nochmal meine Pokémon hoch? Ich habe schon zweimal Flammenwurf verbraucht. Nein, nicht schon wieder. Das tut mir aber leid. Du musst einfach mehr trainieren. Versuch mal gegen Schwächere zu kämpfen. Das mache ich immer. Das hilft und man fühlt sich danach gut. So, ja, ich bin ins Pokémon Center gegangen. Das war nicht so weit weg. Die zwei Flammenwurf, die wir jetzt mehr haben, werden sich vielleicht als nützlich erweisen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Felstunnel, Umleitung nach Lavandia. Die haben extra eine Umleitung hier gemacht wegen dem schlafenden Relaxo. Das ist ein Aufwand. Ich hätte das Pokémon einfach geweckt. Ah ja, wir müssen. Da sehe ich zu wenig. Es geht zwar auch ohne, aber besser mit. Man ist geschützter, wenn man es ausgerüstet hat. Okay. Wer kann den Blitz? Unfassbar, das Pikachu. Ja, ja. Ja, leider. Welche soll vergessen werden? Ich mag eigentlich alle davon. Dann würde ich sagen, Slam ist zwar eine gute normale Attacke hier, aber die ist nur zu 75% genau. 1, 2 und schwupp. Ja, ja, der lernt jetzt Blitz. Den können wir gleich einsetzen. Und dann hat Pikachu einen wertvollen Attackenslot eigentlich verloren. So oft braucht man Blitz auch nicht. Das ist eine blöde Geschichte damals gewesen mit den VMs. Hat man immer so ein VM-Tier dabei gehabt, das so möglichst viel konnte. Also Zerschneider am besten, Zertrümmerer, Stärke, noch was, was Surfer kann. Da fand ich die Idee von Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli relativ geschickt, dass man da einfach ein passendes Pokémon für rufen kann. Naja, man entwickelt sich ja weiter.
selbst Nintendo, auch wenn Game Freak da ein bisschen bremst. Oh, ein Pokéball, ein Schutz-Item. Wenn mich noch ein paar Zubats anfallen, wird das auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los! Ist ja gut. Ich glaube, wenn die hier... Ah, ein Pokémaniac. Torben. Der sieht ja lustig aus mit dem Filter. Guck mal, der ist verkleidet wie ein Glurak und ich habe ein echtes Glurak. So, das war nicht so toll. Nein, keine Kopfnuss. Flügelschlag bringt natürlich auch wenig. Ah, es hat gereicht. Ich will halt nicht meinen ganzen Flammenwurf gleich opfern. Ein Fleckmon. Ein schweres, schweres Pokémon. Dagegen hilft mein Feuer nichts. Vielleicht der Flügelschlag ein bisschen. Ja, das sieht doch gut ein. Das sieht gut aus. Kenne ich den Unterschied zwischen Ein- und Aus nicht mehr. Ist egal. Das Fleckmon wurde besiegt. Das kann niemanden mehr von meinem Fauxpas erzielen. Game over. Ja, aber für dich, nicht für mich. Ich hoffe, das ist dann wirklich nur so ein Cosplay-Kostüm und nicht, dass er ein echtes Glurak irgendwie mit einer Machete erlegt hat und den entsprechend wie im Wilden Westen, naja, als Kleidung umdekoriert hat, so wie ich das aus Red Dead Redemption kenne. So. Ja, her mit den EP. Unser Glurak muss mächtiger werden. Mächtiger orangener Brocken ist es. Ich hab doch noch gar nicht den Zertrümmerer. Und da ist hier noch ein Pokémaniac in der Entfernung. So, das Macholo hätte ich gerne. Dann setze ich am besten einen Flügelschlag ein. Das verträgt es hoffentlich ganz sehr effektiv. Na gut. Man lernt ja dazu. Dann setze ich nächstes Mal eine andere Attacke ein. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Solange du die nicht auf Ruhe 43, Ruhe 34 stellst, ist ja alles in Ordnung. Hab in meiner Kindheit furchtbare Bilder gesehen. Talentierte Künstler, aber vielleicht wäre ja ein anderes Zeichenobjekt besser gewesen. Ja, hier effektiv, macht uns nichts. Noch ein Flügelschlag und weg mit dir, Fleckmon. Sehr schön. René wird besiegt und der ist schon erschöpft. Hab doch gerade erst angefangen. So, noch eine Picknickerin. Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Waren das zusammenhängende Sätze oder sagst du nur, was dir so in den Sinn kommt? Was hat die Martha denn? Ein Myrampler. Mag das den Flammenwurf? Ich glaube nicht. Das sieht so schön grün aus. Außerdem haben wir genug Evidenzen gesammelt, dass Pflanzen-Pokémon ein bisschen allergisch gegen Feuer sind. Das heißt, keine große Überraschung. Ein Bisasam, wo hat die das denn her? Das will ich auch. Können wir leider nicht bekommen, weil das ein Starter ist. Und ich habe keine Freunde mehr mit dem Game Boy Advance, die das hier irgendwie rauftransferieren könnten. Das wäre dann ein bisschen kompliziert. Das ist ein spezieller Game Boy Advance. Sehr gut. Oh, ich habe verloren. Ja, was denkst du denn? Mit dem Pokémon hast du bestimmt noch nie gewonnen. Noch mal ein Pokémaniac. Oh, ein Onix. Das will ich haben. Das ist Level 13. Eine kleine Metallklaue. Komm schon. Ah, das ist ja effektiv. Ich Vollidiot. Ups. Da war ja was. Ja, da hatte ich kurzen Aussetzer. Wird wieder eins angreifen. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nee. Bist du ein Spaßvogel? Glumanda. Das zweite Glumanda, das Trainer gegen uns einsetzen. Na, Flügelschlag. Wird zwar auch nicht so viel bringen, aber es wird reichen. Ja, weg damit. Dragosso. Das creepy Pokémon, das den Schädel seiner toten Mutter trägt. Weg damit. Davon werden wir noch ganz viele sehen in Lavandia.
und Hiro wurde besiegt. So weit, so gut. Ja, ja, es gehört bestimmt alles zu deinem Plan. Oh, hier kommt Wasser aus dem Felsen. Das sieht doch nach einer gesunden, nährreichen Quelle aus. Da könnten wir eigentlich unsere Pokémon heilen. Kann ich leider nicht. Nein, einmal noch Metallklaue. Wird schon schief gehen. Aber nur für das Kleinstein. Sehr gut. So, ein Wanderer steht oben am Fels. Und eins von diesen Viechern. Ich glaube, ich hau mal ab. Ja, wunderbar. Weil ich level ja auch nicht mal stark auf. Oh, noch ein Wanderer. Haben sich die gegen mich verschworen? Zeig mir, was du drauf hast. Na gut. Aber dafür, das kostet. Hoffentlich hast du viel Geld dabei. Maurizio. Mit einem schönen Macholo. Und da habe ich ja gelernt, das mag Flügelschlag nicht, warum auch immer. Das muss ich mal nachvollziehen. Ich dachte, Macholo ist... Keine Ahnung. Irgendwie mag es das nicht. Warum auch immer. Onix. Das kann man leider nicht fangen, weil es dem Typen schon gehört. Wir sind ja nicht Teil des Team Rockets. Sonst könnte man das bestimmt machen. Sehr gut. Ich habe Flügelschlag auf den Onix angewendet. Anstatt die Metallklaue. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen durch. Ist egal. Wir sind immer noch gut gelevelt. Das schaffen wir auch so. Auch wenn mein Gehirn glaubt durch. Vorhin habe ich Portal Revolution aufgenommen und das hat meine ganze Logikkapazität gesprengt für heute. Du bist gut. Dankeschön. Im Denken nicht mehr. Also das waren solche Rätsel da. Hirnt nicht mehr. Mein Pokémon wird dich das Fürchten lehren. Sieht das so aus wie ich? Vielleicht hast du ja auch ein Ditto. Nee, ein Kleinstein. Wieso soll mich ein Kleinstein so gruseln? Auch wenn es auf Level 25 ist. Das ist schön. Kriegt mal wenigstens ein paar EP dafür. Oh, hat sogar ausgehalten. Nein, igel dich doch nicht ein. Bleib draußen. Kämpf gegen mich. Na gut. Nochmal Metallklaue und dann ist es hinüber. Jetzt braucht er schon ein neues Kleinstein. Okay, 460 EP. Hugo wurde besiegt. Ich gebe auf, du bist besser. Ja. Besser eine späte Einsicht als gar keine Einsicht. Wanderer, den müssen wir fertig machen. Dieser Tunnel ist verdammt lang. So lang war er bis jetzt noch nicht. Würde ich nicht immer von euch aufgehalten werden, du. Lass mich raten, du hast 4 Kleinsteins. Wäre lustig und traurig zugleich, wenn er tatsächlich 4 Kleinsteins hätte. Ich schätze mal, realistisch gesehen hat er 3 Kleinsteins und dann irgendwie ein Onix oder ein Macholo. So viel Kreativität muss sein. So, das zweite Kleinstein ist schon da. Nochmal Metallklaue. Warum nicht? Die Strategie ist äußerst effektiv. Dann kann man die auch ein bisschen weiter verfolgen. So, hier haben wir den EP. Oh, das dritte Kleinstein. Bis hierhin hatte ich recht. Dann wollen wir mal sehen, was der Janno dann als viertes hat. Bestimmt auch nichts, was unserem Glurak irgendwas Ernstes anhaben kann. Aber vielleicht ein bisschen abwechseln. Mach Holo. Nein, ich will es doch nicht wechseln. Da habe ich zu oft den A-Knopf gespammt. Sehr schön. Mit... Nein, Flügelschlag wollte ich doch einsetzen. Ist egal, Metallklaue bringt ja auch was. Wie gesagt, Hirn hirnt nicht. Aber mein Glurak wird stärker, das freut mich. Wow, ist gut. Und Janu wird besiegt. Oha, du hast gewonnen. Und oha, du hast wenig Geld. Die anderen Wanderer waren alle reicher. So, da steht natürlich noch einer. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Weiß ich nicht. Du siehst nicht so aus, als ob du irgendwo hinläufst. Ein Onix. Und bestimmt 2 Kleinsteins. Lasst es uns rausfinden. So, das Onix mag Metallklaue nicht. Die kann ich noch so schön oft einsetzen, deswegen freut mich das. Oh, hat der überlebt, der Kollege? Ist egal, mein Angriff ist gestiegen. Der Klammergriff ging daneben, ist mein Glurak wohl
elegant zur Seite gesprungen. So, das Onyx ist down. Und was kommt als nächstes? Noch ein Onyx. Der Oliver hat Geschmack. Das ist auch ein sehr schönes Pokémon. Ist mir vor allem bekannt aus dem Pokémon-Anime. Gut, da habe ich glaube nur die ersten 2-3 Staffeln gesehen, beziehungsweise die erste wahrscheinlich komplett. Und dann irgendwann mal Folgen, die liefen ja früher, als ich von der Grundschule heimkam, beim Mittagessen, immer Pokémon geschaut. Und dann später nicht mehr so arg. Kam auch nicht wirklich im Fernsehen zu Zeiten, wo ich Fernsehen konnte. Deswegen, Oliver wird jetzt besiegt. Jachte, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? Mir nach, würde ich sagen. Du kannst dich mir gern anschließen, aber das kostet extra. Ein Flugseil, das könnte man ihm doch schenken. Ein Kleinstein, ich brauche doch ein Onyx. Ich will doch irgendwann hier mein Item-Detektor und brauche 30 verschiedene Pokémon, die ich in meine Box gestopft habe. Na, ist egal. Werden irgendwann zu dem Punkt kommen. Noch ein Wanderer und dann geht's eine Ebene tiefer. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Was soll das schon wieder? Ich bin doch nur vorbeigelaufen. Das ist bestimmt einer, der alle Leute anpöbelt. Ja, das sind immer die mit komischen Namen. Klodwig. Bei dem Namen wäre ich auch aggressiv. Muss schlimm sein, wenn einen die Eltern nicht lieben. So. Ein Kleinstein weniger. Und jetzt machen wir den Klodwig noch komplett fertig. Ein Georock. Das erste Mal in der Let's Play-Serie, dass ein Georock auftaucht. Und das sieht lustig aus. Weg mit dir. Einfach weg mit dir. Georock finde ich gar nicht mal so toll als Pokémon. Ich mag nur irgendwie die Entwicklung davon. Ich mag Geobatz, aber das kriegt man in dem Spiel auch nur sehr umständlich, weil das müssen wir tauschen. Ich gebe auf. Besser so. Und nächstes Mal bringst du mir Geld mit, sonst müssen deine Kniescheiben dran glauben. So, noch eine Picknickerin. Und yay, eine geflügelte Ratte. Sieht ja fast so aus wie ein Radfratz. Zumindest ist pink von der Unterseite der Flügel kommt hin. Weiß gar nicht, wo wir hier als erstes lang müssen. Kleinstein, ich werde jetzt die Flucht ergreifen, es sei denn, ich will das Pokémon fangen. Komm mal einfach ein bisschen schneller durch und spart Attacken. Da oben liegt ein Item, das brauche ich leider. Sehr, sehr wichtig. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige um ihren Weg zu markieren. Das funktioniert nicht in Höhlen. Aber für Höhlen wäre es doch ganz praktisch, wenn man Steine hinlegt. Kann man sich immer orientieren. Bester Plan. Ich glaube, das hätte einen Nobelpreis verdient. So, ein Flammenwurf. Leider kommt der hier nicht aus dem Mund, sondern ein bisschen tiefer. Also würde ich nicht ungern aus zwei Gründen in der Reichweite da stehen. Bisschen unterhalb des Bauchnabels angesiedelt wahrscheinlich. Ja. Das ist, falls jemand Family Guy gesehen hat, erinnert mich das vielleicht ein bisschen daran, als Chris zum ersten Mal Red Bull getrunken hat. Da hat es dann auch Feuer gegeben an entsprechender Stelle. Lohnt sich auf jeden Fall die Szene mal nachzugoogeln. Die frühen Staffeln von Family Guy haben mir sehr gefallen. Irgendwie ab Staffel 16 habe ich dann aufgehört. Bei American Dad war es ab Staffel 10 irgendwie für mich vorbei. Obwohl 10, 11 fand ich einiges auch noch in Ordnung, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich bin nicht rausgewachsen. Die haben einfach nur ihre guten Schreiber gefeuert. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, dein Bestes war aber nicht gut genug. Du musst dich mehr anstrengen. Ein Top-Äther. Das braucht man wahrscheinlich irgendwann später. Und noch ein Wanderer. Haha, kannst du mich besiegen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Theodor. Was hat der Theodor? Ein Kleinstein. Was man nicht so alles in der Höhle mitschleppt. Hier gibt's doch genug davon. Sehr gut. Das erste Kleinstein ist tot.
Dann wollen wir mal sehen, ob das zweite, das er wahrscheinlich... Ah, natürlich. Ein Kleinstein kommt selten allein. Zumindest das ist mir aus Pokémon-Spielen noch sehr, sehr gut im Kopf geblieben. Anstatt schöne, diverse Pokémon-Teams zu haben... Nein, nein, Kleinstein! Kleinstein bis zum Tod. Okay. Ein Georock hat er noch. Welche Attacke nehme ich da? Ich probiere es mit der Metallklaue. Vielleicht habe ich ja Glück. Unfassbar, das hat funktioniert. Aber ich glaube, wir kommen auf Level 40. Ja! Sehr schön. Kannst du was Neues, Glurak? Nö. Heodor wird besiegt. Ups, das war zu viel des Guten. So sieht's aus. Ach, ich wünschte, ich hätte jetzt schon ein Münzamulett. Dann würde ich nämlich doppeltes Preisgeld bekommen. Da kann man sich viel mehr Tränke und Pokebälle kaufen. Und vor allem Schutz gegen diese Ratten. Nein, ein Pokemaniac, der ist verrückt. Du besitzt einen Pokédex? Cool, ich möchte ja auch einen haben. Ja, meinen kriegst du nicht. Woher weißt du überhaupt, was das ist? Das ist Professor Eichs spezielle Spezialerfindung, die nur spezielle Menschen bekommen. Phlegmon. Was mag Phlegmon? Flügelschlag mag es nicht so. Oh, das hat gereicht. Das freut mich. Noch ein Phlegmon. Hat er drei Phlegmons? Nee, ich. So wie ich Pokémon einschätzen würde, wäre das nächste die Weiterentwicklung. Die heißt. Werden wir gleich sehen wahrscheinlich. Phlegkin, King, irgendwas mit King. Nee, noch ein Phlegmon. Gott, wie heißt die Weiterentwicklung? Es gibt ja da auch zwei verschiedene. Einmal mit der Muschel, glaube ich, auf dem Kopf und einmal mit der Muschel hinten am Schwanz. Je nachdem, wann und wie man es entwickelt und nach Version. Boah, keine Ahnung. Ah, ich bin ja so neidisch. Tja, jetzt bist du neidisch und arm. So, Picknickerin. Ich glaube, wir haben es gleich rausgeschafft. Huch, komm mir am Dunkeln bloß nicht zu nahe. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich halte nichts von Leuten, die so viele Pflanzen-Pokémon in ihrem Team haben. So. Einmal flambiert. Schmeckt bestimmt gut, so ein geröstetes Knuffenser. Und ein Pipi. Ja, der Flammenwurf kommt auch aus meinem Pipi. Tschüss, Pipi. Okay. Nochmal EP. Kerstin wird besiegt. Es war zu dunkel. Ich hab's doch mit meinem Flammenwurf extra schön hell gemacht. Du bist jetzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Weiß zwar nicht, warum das die einzige Bedingung ist und ich nicht Nein sagen kann, aber ich hab ja keine Wahl. Ariana hat ein Taubsi. Und gleich wird das Taubsi gefressen. Davor natürlich irgendwie noch aufgespießt und 45 Minuten rumgedreht unter Hitze, damit es richtig schön kross wird und schmeckt. Ein Radfratz. Ach, Ariana, das kannst du behalten. Flügelschlag, das muss reichen. Dafür mache ich doch keinen Flammenwurf. Na gut. Noch ein Radfratz, ich glaub's nicht. Hast du als letztes dann einen Zubat? Das wäre natürlich die Höhe. Da brauche ich aber ein bisschen Schmerzensgeld hier. Nein, ein Knuffhänse. Na gut. Cooles Pokémon. Das gebe ich dir mehr. Wird, glaubt, irgendwann zu Satzenia. Flügelschlag. Auch sehr effektiv gegen Pflanzen. Vögel essen Pflanzen. So kann man sich das merken. So merke ich, habe ich mir das damals gemerkt und so merke ich mir das auch noch heute. Du bist ein harter Brocken. Dankeschön. Ich nehme das mal als Kompliment. So. Nein, da ist doch ein Item, an das ich ran will. Kleinschein. Sorry, Kleinstein. Bin nicht interessiert. Bin nicht interessiert. Eine Perle. Glaub, die ist 250 Dollar wert. Nicht sehr viel. Eine Riesenperle ist wieder mehr wert. Na gut, ein Zubat braucht keiner.
Hab ich schon. Auf Wiedersehen. Nee, hoffentlich nicht auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ja, die Auswahl ist ja grandios. Was hast du dabei? Auch nur Kleinsteins. Ein Mauzi. Wo hast du denn das schöne Mauzi her? Na, egal. Wir hauen einfach mal drauf. Wie gesagt, Flammenwurf würde ich mir eventuell ein bisschen aussparen. Flügelschlag ist ja gut genug für das Gesocks hier. Nein, da ist doch ein Myrampla. Da ist doch mein Flügelschlag genauso gut wie mein Feuer. Gut, nicht genauso gut. Ah, doch, vielleicht genauso gut. Glurak sollte ja vom Typ Feuer und Flug im Moment sein. Dann gibt es ja diesen Typenbonus, keine Ahnung. Ein Taubsi, du magst Flügelschlag relativ gerne, dann kratzt man dich einfach. Dann kratzt man dich einfach ein bisschen. Oh, hat auch gereicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, Vicky wird besiegt. Alle meine Pokémon wurden besiegt. So sieht's aus, Vicky. Du hast mich kaum angekratzt. Da unten geht's endlich raus. Oh, ein Minky. Habe ich auch schon gefangen. Interessant, wann ist das passiert? Dann flieh mal ab. Flieh mal ab. Hau mal ab. Felstunnel. Okay, geht's hier nach links noch irgendwie? Nö. Nö, nö, nö. Dann raus hier. Und ab ins Pokécenter. Wollt ihr auch noch kämpfen? Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Achso, erschöpft, aber so ein kleines Kämpfchen, das ist noch drin. Jetzt müssen die Pokémon auch leiden. Ah, Nathalie mit ihrem Taubsi. Die hat einen Vogel. Was soll man dazu noch sagen? So, Kratzer war ja gut genug für Taubsis. Boah. Würde sagen, das war gut genug. Ein Tauboger, dafür wird es nicht reichen. Ah, Flammenwurf. Ja, was soll's. 5 Stück habe ich noch, jetzt habe ich noch 4 Stück. Und dafür hat die jetzt kein Tauboger mehr. Das ist doch ein fairer Ausgleich. Ja, und Level 41. Mensch, das ist ordentlich gelevelt. Nathalie wird besiegt. Ich bin nicht fit. Ja, das ist immer die Ausrede hier. So, wo geht's hier lang? Ja, da steht nur Felstunnel dran. Hier ist doch ein Item. Eine Nanabeere. Keine Ahnung, was die macht. Finden wir vielleicht später raus. Der Wanderer war noch übrig. Hahaha. Mehr hat er wohl nicht rausgebracht. Okay, nur 2 Pokémon. Das ist in Ordnung. Lucius. War das nicht der Vater von Draco Malfoy? Jetzt hat er auf jeden Fall... Keine Ahnung. Muss er seine Todesser-Ehre doch noch retten. Weg mit Kleinstein. Und ein Onix. Okay. Der hat sich beim Teamzusammenstellen einfach am Arena-Leiter Rocco orientiert. Der hat genau dasselbe Team gehabt. Aber mit bisschen niedrigleveligeren Pokémon. Rocco geht einfach nicht gern trainieren, glaube ich. Okay. Der hat, glaube ich, nur noch Variation von Hahaha gesagt. Dann wollen wir mal schauen. Da ist noch ein Wissenschaftler. Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Wieso wollen hier denn alle kämpfen? Ich dachte, er hätte nur Informationen oder will nach dem Weg fragen. Heimke. Hat ein Onix. Wäre jetzt lustig, hätte er einen Onix und einen Kleinstein. Dann wären die hier richtig kreativ gewesen. So. Ein Onix ist kaputt. Und was hast du als nächstes? Vielleicht mal ein Macholo? Nein, ein Giora. Na gut. Die Kombination hat man zumindest, glaube ich, noch nicht. Da bin ich ja wieder ganz zufriedengestellt. Sehr schön. Wir machen ja heute alle im Alleingang platt. Nicht einmal im Pokémon Center zwischendurch. Ich kann wieder klar denken. Ja, schön für dich. Kann dir auch noch eine Backpfeife geben. Willst du auch noch kämpfen? Hey du, möchtest du meine Pokémon sehen? Ja. Hast du denn schöne? Ein Dragosho. Das sind keine schönen, das sind Gruselvieh. Das schaut auch schon so finster. Weg mit dir. Gibt mir immer noch, keine Ahnung, schlechte Kindheit.
Kindheitserinnerung daran. Gut, das wird besiegt. Und dann hast du ein Fleckmon. Interessant, dass die Pokémaniacs so viel Fleckmons haben. Ist egal, Flügelschlag. Fleckmon. Ja, Wegmon. Verzeihung. So. Benno wird besiegt. Nein, meine Pokémon. So, bisschen Geld für uns. Bisschen Schande für ihn. So. Und dann sind wir ja angekommen in Lavandia. Das heißt unbedingt jetzt unseren Flammenwurf wieder aufladen. Ja, auf jeden Fall. Ja, mach mal ein bisschen hin. Ist zwar kostenlos, das heißt aber nicht, dass der Service schlecht sein muss. Danke. Wunderbar, dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.